Ihr wünscht euch etwas. Es ist ein sehr komischer Brunnen. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen ist, aber wir haben gerade 100.000 Gold gemacht. Und wahrscheinlich auch ein, zwei Stufen. Komisches Ding. Na gut, Titanen wollen wir nicht unbedingt töten. Wir wollen uns hier erstmal noch umgucken. Drachen, klar, gib ihm. Noch viel mehr Drachen. Also hier können wir uns definitiv später austoben, was Erfahrungspunkte angeht. Blaue Punkte. Was haben wir denn hier Schönes? Ganz viel Gold. Philosophenstein. Und eine gelbe Reagenz. Nö, danke. Wir sollten uns mal eine ruhige Stelle suchen. Ja, ich weiß, das ist ein wenig albern. Aber wir sollten uns eine ruhige Stelle suchen, wo keine Gegner... Wow, sind das viele rote Punkte. Wo keine Gegner sind. Und da ein Leuchtfeuer setzen, damit wir nicht jedes Mal durch die Tunnel laufen müssen. Aladdin-Lampe kommt mit. Und das da wird deren Behausung sein. Also da, wo wir eigentlich hin müssen, um den Mann der Königin zu retten. Oder war es der Vater? Eins von beiden. Das kommt aber später. Wir haben noch genug anderes zu tun. Es wird momentan viel zu schwierig für uns sein. Was ist? Hier können wir nicht hinlaufen, aber das ist ein Gegenstand. Das erkenne ich nicht. Wir haben immer noch kein Telekinese. Aber gut, hier ist erstmal ruhig. Das heißt, du kannst hier das Ding setzen. Und sobald du dich erholt hast, würden wir gerne zurückspringen nach Celeste und unsere Stufenaufstiege holen. Und dann sollten wir uns umgucken nach einem Blasterlehrer. So. Zurückspringen dahin. Die beste Ausbildung. Hervorragend. Oh, zwei Hervorragend. Stufen. Ja, okay, für manche zwei Stufen. Du hättest gerne Schild, Schild. Hättest gerne. Wir sollten mal Streitgoldmeister und Großmeister für ihn holen. Problem war nur, wir hatten in der Teil ja danach gesucht, nach dem Meister. Nicht wirklich einen finden können. Aber du kannst trotzdem schon mal Punkte reintun. So, du. Zauberpunkte, Zauberpunkte. Mehr Schaden. Bessere Buffs. Du. Das habe ich nur mehr beim Druiden gedacht. Die Tränke können wir alle kaufen und wir können den so Großmeister werden. Also ich bin jetzt echt versucht, wenn wir den bösen Durchgang irgendwann machen, dass ich eine ganz neue Gruppe mache und nicht bei dem Speicherstand anfange, wo wir uns entscheiden mussten. Ich glaube, das macht ein bisschen mehr Sinn. Du behältst die Punkte erstmal. So, Meditationsmeister. Da sollst du Punkte reinsetzen, weil du hast recht häufig wenig Zauberpunkte. So. Schild kannst du Meister werden. Mach das mal, hältst ein bisschen mehr aus. So. Wir haben noch Zeug zu verkaufen. Abgesehen von dem Blaster, den kriegt man Girugon. Es tut mir leid, ich weiß es nicht. So. Brauchen weg. Wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ja, das kann alles weg. Weg, 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 weg. Erstmal die Waffen und Dingens. Und der Ring ist beim Verzaubern kaputt gegangen. Okay. Du, reparier mal schnell. Kinkelitzchen, Stäbe, Stäbe. So. Wir würden gerne das verkaufen. Die feinsten Rüstungen. Hast du irgendwas Tolles? Goldener Kettenpanzer. Den wir verzaubern können.
Kampfkunst plus 8. Stell Charisma. Ich glaube, ich kaufe mal. Kein Platz mehr. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich kaufe gleich die goldene Kettenrüstung da und verzauber sie. Hier ist irgendwas Tolles drauf. Vielen Dank. So. Die feinsten Rüstungen. Ich hoffe. Du dahin. Du verzaubern Kettenrüstung. Erdresistenz plus 10 ist nicht toll. Die feinsten Rüstungen. So. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Okay, was sagt unser Tagebuch? Also über die Geschichte mit Archibald. Die ist gar nicht aufgeführt. Na gut, wir wollen eh erstmal die anderen Aufgaben machen. Und nach einem Blasterlehrer suchen. Das heißt, wir hätten jetzt gerne Buffs. Dich. Und dich. Und fliegen. Kann hier oben nicht gesprochen werden. Ja, ich vergesse es immer wieder. Komm schon, Luna. Du Federball. Hops. Nur wo finden wir einen Blasterlehrer? Wo haben wir noch nicht wirklich geguckt? Also es wäre ein Lehrer für antike Waffen. Der wird nicht in den Notizen drin stehen. Nicht in Vrakada schon mal. Ich guck mal nach Hamidale. Zink. So. Gibt's hier eigentlich was Neues? Oh. Meine Herren, Gavin Magnus, der hat Baumeister und Künstler geschickt, um Schloss Harmony auszubauen. Jetzt haben wir ein Ober- und ein Untergeschoss. Gavin Magnus hat in diesen neuen Bereichen außerdem Geschenke in Truhen hinterlassen. Die Künstler eröffnen einen Laden in der Eingangshalle und werden viele wunderbare Dinge verkaufen. Oh ja, die Handwerker haben einen älteren Bereich im Schloss entdeckt. Eine Folterkammer und ein Verlies. Den haben wir schon gefunden. Und die Künstler sind doch die, die wir auch schon kennen. Guten Tag, darf ich helfen? Wobei die nicht so wirklich toll sind. Danke, ihr Beutelschneider. Und uns beleidigen. Auf Wiedersehen, Geizhals. Nicht wirklich interessant. Aber gucken wir kurz nach oben, was für Geschenke da auf uns warten. Groß scheint es hier geworden zu sein. Gold, ein paar Bücher. Oh, hier könnte was Interessantes drin sein. Wir hätten gerne Bewahrung. Und das reicht schon. Auch wenn ich nicht wirklich denke, dass da Fallen dran sind. Man weiß ja nie. Natürlich sind Fallen dran. Ist ja auch bloß unser Schloss und so. Können wir das wirklich brauchen? Das tut irgendwie. Tut mir leid. Ja, ich glaube, wir können uns das hier sparen. Oh, tut mir leid. Da ist nicht so wirklich viel Tolles drin. Ja. Raus aus unserem Schloss. Und rein in unsere Provinz. Und da schauen wir uns um, ob irgendwo ein Gebiet ist, wo wir noch nicht so häufig waren. Ich denke mal, der wird irgendwo auf einer Insel hocken. Sonst hätten wir ihn schon gefunden. Karte. Wir könnten beim Richter mal kurz hinfliegen. Vielleicht weiß der ja was. Du fliegen. Oder können wir das einfach so ohne? Das brauche ich nicht. Das brauchst du nicht, genau. Das wage ich zu bezweifeln, dass du das nicht brauchst. Hufeisen? Nee. Alternativ können wir auch einfach im Land der Riesen weitergucken, ob da irgendwo. Oh, Goblins. Im Land der Riesen gucken, ob da noch irgendwo Hütten sind. Das wäre ja passend, dass wir den Blaster da bekommen und auch gleich einen Lehrer. Aber gut, gucken wir erstmal hier zum Richter. Was der so für uns hat. Hinweis. Jeder von Garvins Berater hat einen Auftrag für euch. Sprecht mit Resurrectra, Sir Kenningham, Sir Crack, Hack. Und sie werden euch mehr erzählen können.
Versucht bei den Aufträgen nicht zu scheitern. Von ihnen hängt unser aller Schicksal in der Zukunft ab. Das ist komische Wortwahl. Also nicht, als wenn er die Zukunft meinte, sondern die... Egal, lass mal das. Aber hier scheint es auch nicht zu sein. Vielleicht sollen wir auch noch gar nicht das benutzen können. Ich springe erstmal zurück ins Land der Riesen. Da. Dann gucken wir hier auf die Karte. Und fliegen nach Norden. Oh, ich bin im Nordwesten, okay. Kommen wir nicht so wirklich gut durch. Ah doch, hier. Fliegen können wir in dieser Höhe nicht mehr. Warum auch immer. Rote Drache. Kann ich hier wieder fliegen? Nein. Komm schon, fliegen ist schön. Lass mich fliegen. Ah, jetzt, okay. Noch mehr Drachen. Titan. Aber Häuser, wo irgendjemand drin wohnen könnte, sehe ich nicht wirklich. Oh, doch, da ist ein Haus. Ne, ein Schrein. Oh. Nein. Es ist der Teleporter zurück nach Harmony. Ja. Davon hatten wir gehört. Vor einer ganzen Weile. Und er funktioniert wirklich. Also NPC aus Folge 15 oder so, da ist recht gehabt. Das Ding ist kein Altar, das ist ein Teleporter vom Land der Riesen zurück. Oh, da sind richtig, richtig viele blaue Sachen. Und richtig viele Gegner. Jo. Das tut irgendwie weh. Oh, oh, oh. Lauf. Oh. Hey, hey, hey. Wir sollten hier weg. Weg. Ich will auch eigentlich gar nicht plündern. Wir haben momentan genug Gold. Ich will eigentlich echt nur einen Lehrer finden. Nee. Oh, was haben wir hier? Die Drachenhöhlen. Ja, nee. Das muss noch warten. Wow. Okay. Da war der Schrein, wo wir eben gerade reingeplumpst sind. Im Südosten ist noch was. Ich weiß nicht, will ich kurz gucken, ob hier auf dem Meer irgendwo eine kleine Insel ist mit einem Eremiten, der uns sagen kann, wie man so einen antiken Blaster benutzen kann. Sieht aber nicht wirklich danach aus. Ah, nö, Ende. Oh, und unsere Begleiter sind weg, fällt mir gerade auf. Das sollten wir auch noch ändern. Also, wenn wir demnächst NPCs rumlaufen sehen, mal gucken, ob da irgendwas dabei ist. Primär halt wieder welche für Elementarmagie. Die Klerikalen, ich weiß nicht, das lohnt sich ja eigentlich nur für den Gruppenheilzauber. Was liegt hier so auf dem Boden? Erz. Oh, und ein Obelisken-Ding. Dich nehmen wir mal mit. Nero irgendwas. Okay. Hier sind wieder die Teufel. Und da ist nur noch 41 auf der Karte, wo wir noch nicht waren. Und ich bezweifle irgendwie, dass genau da das Haus ist, das wir suchen. Ja. Es kann auch gut sein, dass der oberste Magier oben in Celeste uns die Fähigkeit beibringt, sobald wir alle Aufgaben von seinen Beratern gemacht haben. Das würde auch ziemlich viel Sinn machen. Also sollten wir uns wahrscheinlich demnächst darum kümmern. Das tut irgendwie weh. Ja, gut. Weg hier. Wir würden gerne wohin? Nach Erasia. So. Hier speichern wir jetzt erstmal ab. Und danach gehen wir nach Deja. Nehmen da den Turm auseinander, den Wachturm Nummer 6. Für unseren einen Auftrag machen dann nach und nach die Aufträge durch. Und dann später, wenn die ganzen Aufträge durch sind für die Klassenaufstufung, dann machen wir uns dran, die Aufgaben der Berater zu machen. Was ja eigentlich die Hauptstory ist.
Und dann kriegen wir schon irgendwann unseren Blaster-Skill zusammen. Jo, also bis gleich.